Hallo und willkommen zurück zu Divinity 2. Wie gesagt, einmal hier die Ecke jetzt hier noch erkunden. Zweimal hier, hier. Ich bin halt wieder gut Deutsch. Hier sind Hasen. Nochmal hier. Ich mag das Wort hier, es ist so schön. Keine Ahnung. Eine Birke. Führt die schon aus dem Gebiet raus? Da ist jemand. Wieso hat die Brücke eine Umführung? Damit ich mich beschießen lassen kann. Toll. Ach, so ein Speer. Mein Geist so. Als wüsste nicht genau, was jetzt eigentlich hier soll. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich werde es trotzdem. Ah, so, das führt da runter, deswegen. Ich dachte, es geht einfach um die Brücke rum. So, hä? Ah, vielleicht, wenn man. Ja, gut. Ich nehme an, das ist echt einfach nur. Das hat jetzt in dieser Welt eigentlich keinen Sinn, aber für den Spieler, falls er irgendwie runterfällt, dass er wieder hochkommt. Ich glaube, das ist das Einzige. Kann man sich natürlich auch sonst irgendwie einen Sinn denken, aber ich glaube, das ist der Hauptzweck. Da hinten geht es auch nochmal hoch. Ich denke mal, dass man, wenn man halt hier in diese Schlucht fällt, dass man nicht irgendwie ewig drum rum muss. Okay. Bestimmt wehgetan. Das hat sie, glaube ich, auch noch nicht gesagt, glaube ich. Ja, tummeln sich ja voll viele Leute. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Kann ich noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln? Wen habt ihr denn hier fertig gemacht? Ah, da glänzt was. Was hast du denn da in der Hand? Targos Axt. Okay, und ein Buch, warte. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Anonymes Gedicht. Okay, warte, ich stelle mich mal hinter den Baum. Falls sie mich sehen, ich will gerade mal das Gedicht lesen. Was war es denn? Müsste das sein? Durch das Trümmertal wollt ihr reisen, ja? Dann zieht eure Waffe und seid euch gewahr. Gegen Trolle und Goblins müsst ihr kämpfen. Lasst dies euren Eifer nicht dämpfen. Doch den reimenden Zauberer solltet ihr meiden, sonst werdet ihr ob eures Schicksals leiden. Das klingt noch billiger. Targos Axt, 13 bis 31, Magieschaden 2 bis 6, kritischer Treffer 8, ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger Stärke hätte ich dadurch, Nahkampf und Körper. Zwei Bezauberungsfelder allerdings. Hätte ich da auch nochmal Lebensentzug drauf an? Ich weiß gar nicht, was die passive Fähigkeit Todesschlag ist. Da hätte ich plus 1 zu. Ich finde die ganz witzig, die Axt, aber könnte es. Also wenn man es verzaubert, wäre es vielleicht ganz okay sogar. Hält sie so ein bisschen die Waage, glaube ich, aber. Ja. Ich glaube, ich verzauber es. Ich guck mal, ob ich noch so ein. Ich glaube, ich meine, den Zauber habe ich ja immer. Ich brauche nur die Materialien dafür.
Wenn ich da auch nochmal Lebensentzug drauf packe und das andere auch noch vergiften war das. Weil das sind auch zwei Slots. Ah, deswegen nochmal die Warnung für euch vom Belliger, weil da hinten ist wieder so ein Schrein. Der wahrscheinlich nochmal auftaucht. Gut, machen wir das aber eben mal noch. Das könnte uns weiterbringen. Speichern. So, mein Geist. Nie ohne meinen Geist. Okay, gleich die nächste Runde. Ich muss ein Heilmittel finden. Okay, Gift. Dieses Gift bringt mich. Gift ist ungeil. Gibt es eigentlich Gegengifte? Ich habe sowas wie Belebung und Verjüngung, aber. Stärke, Intelligenz, Gewandtheit. Ich wurde vergiftet. Ja, das Gift ist übel. Oh, ich wurde vergiftet. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ja, ich muss doch auf Tränke zurückgreifen. Sekunde. Ja, nicht wegstecken. Ich mach das aus irgendwelchen Gründen immer, ich weiß auch nicht. Oh, ich wurde vergiftet. Ich habe halt oft in anderen Spielen mit Tab Inventar geöffnet, deswegen hier ist Waffe wegstecken. Das könnte der Grund sein. Dann nochmal was drauf. Und hiervon nochmal speichern und dann schauen wir uns mal den Schrein an. Sehen wir noch einen. Ich korrigiere, da sind ja immer noch drei. Das ist wieder so ein Offizier. Oh Gott, er war übel. Toll. Ja, ja, so ein Offizier und dann hast du noch die anderen Typen bei dem Maxus-Tempel. Ist nicht übel. Nochmal eine Eichenträne. Okay. Heilen. Speichern und dann rein in den Schrein. Wir wurden ja gewarnt vom Belligar, deswegen sachte. Der Dämon war im Kampf unterlegen. Den Drachentöter konnte er nicht erlegen. Hades Brut konntet ihr euch erwehren. Doch könnt ihr den Untoten das Fürchten lehren? Vielleicht. Wenn es mehr nicht ist. Was ist das? Irgendwann kommt noch was Fieses. Eine Jungfernblüte. Eine schwarze Rose. Okay. Dann war das die Ecke hier. Ja. Haha, mein lieber Kunde, ihr kommt wie gerufen.
Habt ihr meine Besitzurkunde? Noch nicht. Es gab da einige Schwierigkeiten. Die Steinlieferung wurde ausgesetzt. Daher müssen wir auf eine teurere Steinsorte zurückgreifen, die jetzt lieferbar ist. Das wird etwas kosten. Wenn ihr mir aber die Hälfte jetzt gebt, kann ich den Steinmetz im Preis herunterdrücken. Ich meine, verarscht einen doch von vorne bis hinten. Kommt nicht in Frage, das ist euer Problem. Ihr wollt ein gutes Haus, oder? Dann brauche ich das Geld. Nee, nee. Schade, denn ohne die Steine können wir nicht bauen. Noch einen schönen Tag. Das Witzige ist, wäre natürlich, wenn es so absichtlich total nach Verarsche aussieht, aber in Wirklichkeit stimmt, was er sagt. Alles. Das wäre es natürlich. Sein, Ja, wie geht sie hoch? Ich gleich wieder runtergehen werde, höchstwahrscheinlich, weil ich komme jetzt Richtung Fjorde. Ja. Nö, erstmal nicht. Okay. Ich wollte eigentlich noch keinen Gebietswechsel machen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Bin ich sicher, aber ich glaube nicht. Dann geht's zu dem Tempel bei den Banditen, dann kann ich nämlich das auch vielleicht auch abschließen. Ja, und dann müssen wir halt hier gucken, dass wir irgendwie die hier hinkriegen da bei dem Maxus-Tempel. Bald steige ich wieder auf, also es, Also in dem, bei den Banditen, in dem Todestempel werde ich aufsteigen, denke ich. Viel fehlt nicht mehr. Das hilft dann auch schon mal. Achso, ja, die Axt noch verzaubern. Dann nehmen wir mal die Axt, so spaßhalber. Vielleicht reicht das schon. Hier hätten sie gerne auch nochmal so einen Teleport hinmachen können, so bei Gebietsübergängen. Egal. Also der lange Weg nach da oben. Bei dem Schrein war der andere Typ für die Verzauberung und dann müssen wir da unten hin. Goblin-Stamm-Schrein wahrscheinlich am besten. Hatte ich das mit? Das habe ich bestimmt mitgenommen. Ja, alles gut. Ich will endlich fliegen. Ich erinnere mich, dass es auch echt schwer war, dann als Drache darum zu fliegen. So, nochmal gucken, dass ich hier kein Blödsinn mache und falsch laufe. Wo bin ich denn jetzt? Ich sehe mich selbst nicht mehr. Ich bin direkt da drüber. Ja, okay. Geradeaus. Gibt ja auch noch diese Hebel da überall, deren Zweck ich auch nicht mehr weiß. Ja, na toll. Ja, schön. Hallo Enten. Ich bade hier auch. Guck nicht so. Das? Hä? Hängt da Fettfarn im Baum? Ich dachte, da wären Bienen in den Korb oder sowas. Habe ich die Erzade? Ja. So. Seid gegrüßt, Drachentöter. Ihr wollt etwas bezaubern lassen? Ja, in der Tat.
Und zwar die Axt. Oh, ein Giftstein. Schade. Kambarmarineneisen habe ich, aber den Giftstein nicht. Dummerweise verkauft er das auch nicht, ne? Also, der hat zwar gesagt, von wegen, ja, die Materialien kosten halt, aber das sind halt die, die man selbst haben muss und deswegen kosten sie. Schade, ich würde gerne auch noch das vergiften. Wo kriege ich denn Giftstein her? Erhöhter Magieschaden. Okay. Dann mal los, Andia. Ja, schade, ne? Aber, ich würde sie trotzdem ganz gerne mal ausprobieren. Allein, weil sie cool aussieht und dann. Das würde ich noch behalten und die würde ich verkaufen. Hat halt schon was, ne? Dann gucke ich mal, ob vielleicht auch einer der Händler noch einen Giftstein hat. Die sieht halt auch schon so giftig aus, das würde super passen. Ich gehe mal gerade ins Dorf. Lässt sich ja noch was machen, Giftstein. Mit den Typen halt da. Entweder in der Taverne oder draußen. Ihr habt Naberios Kreaturen gezähmt, oder? Vielleicht hört er jetzt endlich damit auf, im Tal Amok zu laufen. Naberios, der war das, der Nekromant? Schon lange nicht mehr hier. Seht euch meine Waren an. Alles Qualität. Okay. Erstmal verkaufen. Das behalten, das behalten. Falls das die Axt mich doch nicht überzeugt. Und mal gerade gucken. Malachit, Saphir, Auge des Tigers, Perle, Eisen, Kies, Eisen, Gold, Malachit, Erz. Mondstein. Mondschein. Mondenerschein. Eichentränen habe ich auch. Heiliges Basilikum. Fahrhangpflanze. Schade. Hast du nicht. Ich verkaufe dir mal die Töpfe. Wie wäre es mit einem schönen Verlobungsring? Oder darf es vielleicht ein magisches Amulett zum Schutz auf euren Reisen sein? Liebe das Amulett. Ich habe ja eigentlich auch noch Veredelungsplätze frei. Kann ich mich eben mal reinstecken. Magierüstung, weil die alle, also nicht alle, aber einige, die meisten machen, glaube ich, Bogen, aber ich glaube, einige sind auch Zauberer da gewesen. Da haben wir noch Veredelung. Kräftiger Körper, Intelligenz. Machen wir mal Intelligenz. Erhöhte Reflexe. Achso, okay. Und kräftiger Körper ist. Oh, doch, kräftiger Körper sollte ich noch machen. Das könnte gegen das Gift helfen. Okay, sollte man wissen, solche Dinge. Gut. Was ist denn da hinten für eine Versammlung? Ach, das sind die Träumenden, die Schläfer. Okay. Ich möchte mal anquatschen. Seid gegrüßt. Wie geht's euch? Großartig, aber ich habe Angst vorm zu Bett gehen. Was für einen dummen Traum ich doch hatte. Ja, lebt wohl. Das hatten wir das schon. Er erzählt mir nichts Neues hier. Der
eine war nicht mehr gut auf mich zu sprechen. Dem kann ich, glaube ich, nicht mehr handeln. Oder er hat die Preise erhöht. Weiß gar nicht mehr. Der Lucke. Was wollt ihr von mir? Handeln. Ja, der hat halt. Der dem sein Preis werden entsprechend jetzt hoch sein. Ich glaube, Ohrringe trage ich noch nicht. Bei 2000. Du hast Veredelung, aber du hast nicht das, was ich brauche. Tschüss. Einen Hasen im Angebot? Betrete den, der schon am Boden liegt. Hinfort! Entschuldigung. Ich muss das sagen. Ah, diese Krawallmacher sind weg. Jetzt kann's endlich weitergehen. Okay. Du wirst bestimmt keinen Giftstein verkaufen. Der Lieblingsgast im Schwarzen Eber. Was kann ich für euch tun? Natürlich. Du hast halt Essen und Trinken. Okay. Ich nochmal hoch zu dem Typ mit dem Apparat auf dem Kopf. Haben wir schon lange nicht mehr. Willkommen zurück. Was kann ich für euch tun? Ah, ich habe auf einen Mann namens Eugen gestoßen, der unter multipler Persönlichkeitsstörung zu leiden scheint. War er betrunken? Nein, in seinem Kopf hausen zwei Persönlichkeiten. Es handelt sich zwar um eine seltene Krankheit, aber ich weiß vielleicht um ein Heilmittel. Ich bin im Tal einem alten Magier begegnet. Er ist übrigens derjenige, der mir die Kopfbedeckung empfohlen hat. Und er hat mir alles darüber erzählt. Normalerweise sind diese Persönlichkeiten gut und böse, fromm und gemein oder wie auch immer man es nennen mag. Ich kann euch einen Trank geben, der diesen Eugen heilen wird. Aber ihr müsst entscheiden, welche Persönlichkeit überlebt. Eine große Verantwortung. Ja gut, dann versuche ich es mal mit dem Kleid, dem Guten. Gute Wahl. Hier ist der Trank. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Kann ich die Tränke sehen, die du zum Verkauf anbietest? Aber natürlich. Gut, das dann noch dazu. Du hast aus dem Ringe. Ringe und Tränke. Ich nehme ein paar Heiltränke mit. Wie viel Geld habe ich? 6000. Oh ja, nehmen wir nochmal 15 mit. Und dann plus 17 Lebenspunkte. Ist nicht beides gut. Ich weiß nicht, wie viele Ringe ich tragen kann. Mana-Regeneration dadurch, dass ich dann, wenn ich dann schneller... Okay, hat sie direkt angezogen. Wenn ich dann schneller wieder meinen Geist so beschwören kann, ist ja auch immer gut. Ja, Ohrringe ist das Einzige, was ich noch nicht habe. Schön, schön. Dann können wir die Quest noch weitermachen. Oh, ihr seid es wieder. Ihr seid also ein Deserteur. Beim Göttlichen, ihr wisst es. Ich flehe euch an. Erzählt niemandem davon oder ich bin so gut wie tot. Nur Spaß, keine Sorge. Ich schweige wie ein Grab. Oder mit Gegenleistung? Na, ich schweige wie ein Grab. Wirklich? Ihr habt ein reines Herz, Drachentöter. Ich bin nicht stolz darauf, aber das Soldatendasein ist einfach nicht mein Ding. Ich hoffe, dass Richard bald verschwindet, damit ich als Bauer nochmal von vorne anfangen kann. Ich will Getreide anbauen und mein Geld nicht damit verdienen, andere zu töten. Finde ich absolut in Ordnung. Deswegen habe ich ihn auch nicht verpfiffen. Auf der Flucht. Ja, ich nehme einen Krug. Nein. Ich nehme nicht mehr Erfahrungspunkte. So. Guck mal, ob sie noch irgendwas hat. Du riskierst noch mal einen Blick? Ja. Hallo, Mara. Eisen, schwarze Rose, Rubin und Opal. Scheiße, kein Giftstein. Okay. Dann scher dich davon. Ja, ja, ich geh schon wieder. Lorenz, Titus, Norwin und Philipp. Ach, das sind die, die ich gerettet habe. Da kenne ich euch wieder. Drachentöter, es freut mich, euch zu sehen. Wir können euch nicht genug danken. Münzen helfen immer. Schön, schön. War ich ganz oben? Das heißt aber... Ja, ich habe hier gelootet. Offensichtlich. Ich kann... Jetzt habe ich wenigstens das mit dem... Ich wusste nicht, dass man den einfach nur nochmal ansprechen muss. Dem Deserteur das Quest beendet. Ich kann dem Eugen seinen Trank geben. Alles gut, weil alles ist Erfahrungspunkte und eventuell noch ein Level, bevor wir zu irgendeinem der Tempel gehen. Schön. Auch wenn ich jetzt keinen Giftstein von der Aktion habe, aber das ist eigentlich fast noch mehr wert.
Merket euch, Erfahrung ist mehr wert als ein Giftstein. Okay, keine Fragezeichen mehr auf dem Kopf. Ich dachte, ich gehe nochmal kurz durch, wenigstens. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe so eine dunkle Erinnerung, dass es eigentlich einen Quest mit dem Müller gab. Achso, das seid ihr da. Klopf mir ja nicht auf die Schulter. Ich könnte vor lauter Schreck tot umfallen. Okay, keine Sorge, ich werde rufen. Tut das. Boah, Drachen, widerliche Kreaturen. Okay. Wilbert, haben wir da schon mal Gedanken lesen gemacht? Kostet nicht viel. Der Ausbilder wird mich umbringen, wenn er erfährt, dass ich meinen Streitkolben verloren habe. Achso, okay. Er muss mir in der Nähe von Karlshof aus der Hand gerutscht sein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ihn hatte, bevor ich dort ankam. Ist wahrscheinlich auch nicht viel wert. Ich gehe gerade nochmal in die Wassermühle. Ich meine, da... den... irgendwie, weil man muss ja auch da reinkommen. Habe ich die Schlüssel her? Hatte ich den schon die ganze Zeit? Okay. Bisschen Ginseng. Ich loote erstmal. Wieso habe ich jetzt den Schlüssel? Ich habe es nicht, irgendwie nicht mitbekommen. Ich muss irgendwann mal halt einen... Da ist eine Axt drin. Einen Schlüssel entdeckt haben. War das hier sogar? Hatte ich irgendwie oben den Schlüssel mitgenommen, vergessen, dass hier unten ein Ding war? Das kann sein. In meinem Kurzzeitgedächtnis würde mich das überhaupt nicht wundern. Okay, Keller der Wassermühle. Ja, ich erinnere mich wieder. Okay, ja. Sehr gut, dass wir das noch gefunden haben. Formel für sehr geringe Belebung. Einsammeln. Jetzt macht nämlich das Ganze... ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Fettfahren sammeln, auch wieder so. Werdet ihr gleich sehen. Und das hier. Und das heilige Basilikum. Nicht zu vergessen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Was macht ihr in diesem Keller? Ihr habt euch an Buat vorbeigeschlichen, nicht wahr? Ja. Kommt raus, zeigt euch, wo ihr seid. Man trifft nicht jeden Tag einen sprechenden Baum, nicht wahr? Mhm. Ich bin Abanayaba, der älteste Alchemist in Rivellon. Ihr knarrt doch so ein bisschen. Ich habe hier unten Wurzeln geschlagen und werde von Buat beschützt, der vor etwa 70 Jahren hierher kam. Was denn das Wort ist, hat er Wurzeln geschlagen? Er gibt vor, ein Müller zu sein. Aber in Wirklichkeit erforschen wir gemeinsam die Macht der Pflanzen und Elemente. Sehr schön. Warum gibt sich Buat als Unrat aus? Achso, da hieß Unrat eigentlich. Wusste ich jetzt nicht, dass der... Ich war mir jetzt klar, dass er vom Müller redet halt. Oh, jemand hat es auf ihn abgesehen. Ihr müsst ihn selbst fragen. Warum seid ihr in diesem kleinen Loch gewachsen? Eigentlich lebe ich weit entfernt von hier, in einem Gebiet, das als Dunkelwald bekannt ist und seit dem Großen Krieg vielleicht gar nicht mehr existiert. Bevor Buat hierher kam, nahm er einen meiner Zweige, kultivierte ihn mit magischen Kräften und züchtete einen neuen Baum. Und so stehe ich hier, wie auch möglicherweise in diesem vergessenen Wald, zweimal am Leben oder einmal tot. Allerdings gibt es bei meinem zweiten Ich einen kleinen Unterschied. Ich erinnere mich, dass ich viel mürrischer war. Wahrscheinlich, weil es in diesem vermaledeiten Wald immer geregnet hat. Ich dachte, Bäume freuen sich bei Regen. Gedankenlesen? Buat ist manchmal wirklich komisch. Wer wählt schon das Wort Illuminatus als Kennwort für sein Lager? Okay. Menschen. Dumme Zweibeine. Ich würde gern euren alchemistischen Wissen teilhaben. Mit Vergnügen. Yay, und jetzt können wir nämlich das, was wir an Rezepten haben, auch brauen, nämlich Trank der Heilung. Ginseng habe ich. Ich habe nur leider, wie oft kann ich das machen? Belebung Erdwurzel fehlt mir noch. Alles, was geht. Okay. Ja. Ich weiß nicht mehr, was Fettfahren gut ist, aber auf jeden Fall die ganzen Sachen, die wir halt gesammelt haben, sind hierfür gut, um dann hier zu verzaubern. Also wir haben einmal die Bezauberung, das sind die Edelsteine und einmal die Pflanzen für diese Alchemie und ja, da muss man halt nur jeweils zu diesen Leuten hin.
Jetzt habe ich immer 36 geringe Heiltränke. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Und diese Axt noch, die magische. Die können die noch verkaufen. Leider auch hier kein Giftstein. Ah, nochmal Ginseng. Alles ausrauben, alles mitgehen lassen. Nee, ich komm hin. Oh. Hübsch. Geh ich halt die Leiter hoch. Wie ein normaler Mensch. Für eine leere Kiste. Ja, gut, dass ich das auch nochmal gefunden habe. Das. Halt. Schwarze Hose. Da hätte ich ganz schön was übersehen, wenn nicht. Und ich kann jetzt den Müller nochmal darauf ansprechen. Das gibt dann nämlich auch nochmal eine Quest. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.